We are coming to our next presentation. It's about the DSpace 7 layout. This presentation will be in German because we found it important to have it in the language of the German community to really enable everybody to in Germany to start with the DSpace 7 layout. Der nächste Vortrag beschäftigt sich mit dem Layout von DSpace 7, ist eine Einführung des Layouts. Es geht wirklich darum, Ihnen einen Einblick zu geben, wie Sie anfangen können mit DSpace 7. Peter, lass deine Folie ruhig geteilt. Das war ein guter Ansatz. Peter? Der nächste Vortrag kommt von Peter Wolfersberger und mir, SolariCode, eine Einführung in das Layout von DSpace 7. Peter ist Partner bei SolariCode und wird den Vortrag halten. Peter, herzlich willkommen. Ja, schönen guten Morgen. Ich hoffe, man kann mich hören. Sehr gut, ja. Mein Name ist Peter Wolfersberger. Ich arbeite für SolariCode und wir schauen uns heute gemeinsam an, wie wir das Layout von DSpace 7 auf euer Corporate Design bzw. Corporate Branding anpassen können. Der Vortrag gliedert sich in zwei Teile. Es wird einen kleinen Überblicksteil geben und dann werden wir uns ein paar Beispiele anschauen, wie man das Layout beeinflussen kann. Wo stehen wir bei DSpace 7 in Bezug auf Layout-Funktionalität? Die Möglichkeit von Theming wurde bei DSpace 7 Beta 5 erst kürzlich umgesetzt. Das ist noch nicht draußen. Das kommt heute oder morgen raus. Ist also sehr frisch. In DSpace 7.0 im Release wird es drei Themes geben. Das DSpace Theme, dann ein Custom Theme und ein Basic Theme, das mit Bootstrap eingeführt wurde. Da komme ich gleich zu. Mit zunehmender Erfahrung, auch im Rahmen des Testathons, kann es natürlich zur Anpassung in der Arbeitsweise der Themes kommen. Das heißt, das, was ich jetzt sagen werde, kann sich natürlich noch ändern. Die Texas Digital Library und Lyrasys finanzieren gemeinsam eine Studie zur Barrierefreiheit. Die Ergebnisse sollen während des Testathons zurückfließen und dürften auch noch Einfluss auf DSpace 7 haben. Auf der Open Repositories wird es einen Workshop zu DSpace 7 geben. Den Link habe ich Ihnen hier unten mal hingeschrieben. Wer hat es gemacht? Die Entwicklung von DSpace 7, inklusive natürlich der Möglichkeiten, das zu themen, wurden von der DSpace Community im Rahmen der DSpace Working Group umgesetzt und zum Teil aus Mitteln der Community finanziert. Insbesondere haben sich Edmeier und For Science da engagiert und hervorgetan. An dieser Stelle vielen Dank an die beiden Akteure. Was sind die großen Neuerungen in DSpace 7? Oliver Goldschmidt hat es in seinem Vortrag schon ausführlich besprochen. Wir reden über eine komplett neue Oberfläche mit DSpace Angular, in der das Angular Framework benutzt wird. Und wir reden über eine erweiterte bzw. neue Anbindung des Backends über eine REST-API. Warum hat man das gemacht? Oliver Goldschmidt hat es auch angedeutet. JSP, UI und XML basieren auf relativ alten Technologien. Man wollte sich auf eine Oberfläche konzentrieren, weil es keine gute Idee ist, zwei verschiedene Oberflächen maintainen zu müssen. Es gibt dadurch eine bessere Trennung von Layout und Code. Und damit einhergehend auch eine wesentlich einfachere Einbindung externer Entwickler und Designer. Es wird also viel einfacher andere Akteure Beiträge zu leisten. Etwas schematisch dargestellt sieht das Ganze so aus. Wir reden also über ein Angular Framework, das ist dieses rote A, in dem die komplette Oberfläche sozusagen gekapselt ist und die Kommunikation mit dem Backend funktioniert ausschließlich über die REST-API.
Was ist Angular? Angular ist ein UI-Framework und beinhaltet Templates, Components, Services und Module unter anderem. Das sind die Begriffe, mit denen wir uns jetzt im Rahmen des Vortrags tendenziell eher auseinandersetzen. Was ist eine Component? Eine Component verbindet Darstellung und Verhalten von Oberflächenstrukturen. Und im Prinzip ist alles, was auf einer Seite sichtbar ist, in Angular eine Component. Wenn Sie sich die Grafik rechts mal anschauen oder das Bild rechts, das ist im Prinzip eine DSpace-Seite. Und Sie sehen farbig umrandet die Component-Struktur. Also Sie sehen die Navbar hier oben, Sie sehen den Footer hier unten, Sie sehen inhaltliche Components und Sie sehen gestrichelt, dass auch die komplette Seite eine Component ist. Also wirklich alles, was da ist, ist eine Component. Und der Template-Teil kombiniert HTML-Code mit Angular-Direktiven und CSS, steuert das Aussehen der Components und über den können auch andere Components eingebettet und geschachtelt werden. Im DSpace Angular ist dieser Teil, also die Templates, im Prinzip in zwei Dateien gegliedert und die können wir dann zur Layout-Anpassung auch einfach verändern. Die Tatsache, dass Components über das Template beziehungsweise insbesondere über den HTML-Codes von Templates geschachtelt werden können, führt dazu, dass es eine Component-Struktur gibt, die hierarchisch ist. Also Sie sehen, da unten habe ich so einen Baum angedeutet. Die DSpace-App ist die Wurzel. Das war dieser gestrichelte Teil vorher. Besteht auf der ersten Seite aus Navbar, Homepage, Footer. Und ich glaube, da sind noch ein paar mehr Teile drin. Und die Homepage besteht aus Home News, Top-Level-List und an irgendeiner Stelle in dem Baum gibt es zum Beispiel auch Breadcrumbs und noch andere Funktionalität. Welche Technologien verwendet Angular? Ja, natürlich die bekannten. HTML, CSS und JavaScript sind Technologien, die direkt vom Browser interpretierbar sind. Darüber hinaus verwendet Angular unter anderem Sass und TypeScript. Man stolpert auch auf Bootstrap oder über Bootstrap. Und Bootstrap ist ein Framework, das HTML, CSS, JavaScript und Sass umfasst. Und dieses grundlegende Theme in DSpace Angular einbringt und ein paar andere Strukturen noch in DSpace Angular einbringt, die halt schon geproved sind. Also beispielsweise die Tatsache, dass die Oberfläche auf verschiedenen Geräten verwendet werden kann und dass es zuverlässig und vernünftig funktioniert und geproved funktioniert, ist ein Beitrag von Bootstrap, wenn ich das richtig verstanden habe. Welchen Beitrag leistet Angular darüber hinaus? Es führt dazu, dass es eine Dateistruktur gibt im Rahmen des Frameworks, die für konsistentes Theming sorgt, die aber auch gleichzeitig Style Isolation ermöglicht. Das heißt, dass Teile dieser Hierarchie von Komponenten, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, unabhängig voneinander gestylt werden können und dass das Styling dann auch keine Nebenwirkungen auf andere Komponenten hat. Und es kapselt natürlich auch die Komponentenlogik. So, auf welchen Ebenen kann man das Layout verändern? Ich hab Ihnen erzählt, dass DSpace 7 wird drei Themes beinhalten. Ein Basic Theme, das von Bootstrap kommt und von anderen Themes auch referenziert wird. Darüber hinaus, und das haben wir in den vorhergehenden Vorträgen auch schon gesehen, enthält DSpace 7.0 ein einfaches Theme,
DSpace und in 7.1 soll auch ein weiteres hinzukommen. Und DSpace 7, das haben wir noch nicht gesehen, enthält auch ein Custom-Theme, das Sie für die eigenen Bedürfnisse anpassen können. Und das werden wir im Rahmen dieses Vortrags auch tun. Das Layout lässt sich auf verschiedenen Ebenen anpassen, auf der Site-Ebene natürlich, auf Theme-Ebene, aber auch auf Komponentenebene. Das habe ich auch schon angedeutet. Ein Theme kann unter anderem auch auf eine Gruppe von DSpace UUID zugewiesen werden und damit lassen sich DSpace Datenstrukturen und Substrukturen im Hinblick auf ihr Aussehen komplett anpassen oder individualisieren. Wie das funktioniert, werden wir auch gleich sehen. Was sind die relevanten Dateien, die Sie für Ihre Anpassung des Layouts verändern können und verändern werden wahrscheinlich? Das sind auf Site-Ebene eine Environment, Dev oder Productions TypeScript-Datei, in der sehr einige Dinge definiert werden. Das ist die Source-Index-HTML, in der Dinge definiert werden, die nicht im Rahmen der Seite, sondern im Browser angezeigt werden, zum Beispiel Favicon oder Titel. Aber auch da wird genauso wie in der Environments-Datei das Theme gesetzt, hat aber keine darstellerischen Gründe, sondern führt zu einem Performance-Effekt einfach, weil das Theme dadurch früher geladen wird. Auf der Theme-Ebene begegnen Ihnen drei Dateien. Das ist die globalstyles.css, Theme CSS Variable Overrides und SAS Variable Overrides. Das sind auf Theme-Ebene die hauptsächlichen Dateien, die Sie anpassen werden. Und jede einzelne Komponente, das habe ich vorher auch schon gesagt, hat ein Template. Das besteht aus zwei Dateien, component.html und eine component.css-Datei. Und die Komponente selber wird in der component.ts-Datei, auch eine TypeScript-Datei, definiert. Da werden wir auch ran müssen. Das werden Sie auch gleich sehen. Kurz zur index.html-Datei. Nur, dass man sieht, an welcher Stelle Favicon-Title gesetzt werden. Und da sehen Sie auch den Link zum DSpace-Theme in dem Fall. Wie gesagt, hat nur Performance-Gründe. Das eigentliche Theming findet im Rahmen der Komponenten statt. Wichtig ist die Stelle, wo die Wurzel des Komponentenbaums, des Angular-Komponentenbaums eingebettet wird. Das ist in dem Fall der Body. So, einige Beispiele, wie man das Layout anpassen kann. DSpace 7 kommt, oder DSpace Angular, muss man genauer sagen, kommt erstmal mit dem Default DSpace 7 Theme, also mit dem einfachen Theme, von dem ich vorher geredet habe. Das müssen wir erstmal umstellen auf das Custom Theme, um Änderungen vorzunehmen. Ich würde nicht das DSpace Theme selber anfassen, das funktioniert, das ist geproved. Wir werden im Rahmen des Vortrags das Custom Theme customisieren. Jetzt müssen wir das zuerst mal einschalten. Das passiert in der environment.ts-Datei. An der Stelle sehen Sie, wie man das siteweise macht, indem man einfach den Name auf Custom setzt. Damit wird siteweise das Custom Theme verwendet. Es gibt aber auch die Möglichkeit, habe ich auch schon angedeutet, das auf DSpace Substrukturen anzuwenden. Das macht man dann, indem man UUIDs benennt. Das sind in dem Fall zwei UUIDs von DSpace Communities. Es gibt auch die Möglichkeit, in dieser Datei dafür Regular Expressions zu verwenden. Das heißt, alles, was Sie über Regular Expressions selektieren können, können Sie mit einem Theme adressieren, bis hin natürlich zu einer einzelnen UUID von einem einzelnen Item.
Also mit dieser Einstellung schalten wir das Custom Theme ein, das ist das Rechte. Zweites Beispiel, lassen Sie uns im Custom Theme selber einfach mal eine Linie ändern. Das ist eine Linie, die gehört zur Komponente Navbar. Das ist diese hier. Und um die zu ändern, müssen wir uns erstmal anschauen, wie schalten wir überhaupt das Theming für eine einzelne Komponente ein, weil bis jetzt haben wir nur das komplette Theme eingeschaltet. Die Komponente wird definiert in der navbar.component.ts und defaultmäßig zeigt das Template auf die auf das Default Basic Template. Wir müssen das auf das Template des tatsächlichen Themes umbiegen. Das machen wir, indem wir Style-URLs und Template-URL entsprechend auf die richtige Datei in dem Theme-Verzeichnis zeigen lassen. Mit dem Code wird für die Komponente selber die Konfigurierbarkeit des Themes aktiviert. Dann müssen wir uns das Template anschauen von der Komponente navbar-component.stss, die STSS-Datei. Und da sehen wir die zuständige Textzeile, das ist Codezeile, das ist Border Bottom, ist im Default ein Pixel breit und solid und hat eine bestimmte Color zugewiesen. Und da sehen wir, das ist eine CSS-Variable, die Color beinhaltet, die diesem Border zugewiesen wird. Variablen verwendet man, um konsistent über einen größeren Scope Attribute zuzuweisen oder Attributenwerte zuzuweisen. Wie funktioniert das in dSpace Angular? Ist ganz wertvoll, da einen kleinen Überblick dazu zu haben, um zu wissen, an welcher Stelle verändert man das. Also es gibt grundlegende CSS-Variablen, die von Bootstrap kommen, die in der Node Modules in der entsprechenden CSS-Datei stehen. Die wurden von dem dSpace-Team schon overwritten in der Styles Bootstrap Variables.css. Und das sind SAS-Variablen. Und die SAS-Variablen werden gematcht zur Styles in der Datei Styles Bootstrap Variables Mapping.css. Und die erhalten alle einen Prefix, das mit BS beginnt. Dazu hat das dSpace-Team weitere Variablen definiert für das dSpace-Thema. Die erhalten den Präfix DS. Und all diese Variablen auf allen Ebenen können im Rahmen des Themes überschrieben werden. Dafür sind die beiden Dateien zuständig, die ich vorher schon genannt habe. Das eine ist CSS Variable Overrides und das andere ist SAS Variable Overrides. Das heißt, wenn Sie Werte für Variablen anpassen, dann wird es wahrscheinlich in einer dieser beiden rot gefärbten Dateien passieren. Wir bleiben noch 2 Minuten, Peter. Ja, das, was wir anpassen wollen, ist eine dSpace CSS-Variable. Das heißt, wir passen es in der Datei CSS Variable Overrides an und wir weisen in dem Fall einfach einen dunklen Rotton zu. Sie sehen, der Rotton ist wiederum eine SAS-Variable, die Sie in der zuständigen SAS-Datei anpassen könnten. Und wir darken den Rotton auch um 15%. Das ist eine SAS-Funktion, die Sie natürlich auch verwenden können, weil die Datei halt eine SAS-Datei ist. Und wenn Sie das machen, dann haben Sie erstmal die Farbe angepasst. Jetzt müssen wir aber auch noch den Linienstil anpassen. Dafür hat das dSpace-Team
in dem Fall keine Variablen verwendet, könnten Sie aber tun, indem Sie in den Override-Dateien die Variablen entsprechend selbstständig deklarieren würden oder zuweisen würden. Wir passen das an Ort und Stelle an auf 5 Pixel Breite und Linien-Style Double. Und wenn wir das machen, dann kriegen wir das Ergebnis. So, das waren die Beispiele, die ich erwähnen wollte. Wir haben noch ein paar weiterführende Links vorbereitet, wenn Sie tiefer in das Thema einsteigen wollen. Und in dem Foliensatz zu diesem Vortrag selber gibt es auch noch einige Beispiele, die Sie nachbasteln können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit erstmal und bin offen für Fragen. Peter, vielen Dank. Die erste Frage, die wir bekommen haben, bezieht sich auf die JSP-POI und XML-UI-Overlays. Und ich verstehe das eigentlich eher als eine Frage zu den Maven-Overlays generell. In DSpace gibt es ja den Overlay-Mechanismus, mit dem man Code überschreiben kann, ersetzen kann durch andere Dateien, sodass er zur Compile-Zeit reingezogen wird. Die Frage ist, ob dadurch die Themes abgelöst werden. Ich glaube, man muss hier ein bisschen differenzieren. Also die Overlays existieren im Java-Code von DSpace 7 weiterhin, aber der Java-Code von DSpace 7 hat mit den Oberflächen an für sich ja nichts mehr zu tun. Da gibt es die Restoberfläche, das ist ein ganz anderer Bereich. Die Overlays wird es weiterhin geben für die gesamten Geschichten, die im Backend und in der REST-API passieren. Und insofern aus meiner Sicht, ja, die Themes lösen quasi für das Frontend das ab, was wir mit den Overlays für die JSP-UI und die XML-UI bislang hatten. Ja, das ist definitiv so, wobei Angular noch ein zusätzliches Gimmick mitbringt. Das werden Sie merken, wenn Sie tatsächlich daran rumbasteln. Sie müssen gar nicht mal Angular neu starten, wenn Sie da was verändern. Angular merkt das und die Änderung zieht sich mit einer Verzögerung von vielleicht 2 Minuten, weil Angular selber den Code neu kompiliert, direkt auf die Oberfläche über. Das heißt, es ist sehr bequem, da Layout anzupassen und die Veränderung sozusagen dann direkt im Browser zu sehen. Genau, und für diese Variablen-Overlays gilt einfach, das ist ein Konstrukt, das ähnlich designt ist wie in dem DSpace 6 Code die kompletten Code Overlays. Aber weil das halt so gut entkoppelt ist, sind die Codebasen jetzt auch völlig unterschiedlich zwischen dem REST API Server und dem Angular Server. Danke. Die JSP-UI und also es gibt eine Nachfrage, die Frage bezog sich an die JSP-UI und XML-UI-Oberflächen. Diese beiden Oberflächen wird es mit DSpace 7 nicht mehr geben. DSpace 7 ist angetreten, um eine vereinheitlichte Oberfläche zu haben und das ist Angular. Insofern, nein, es gibt DSpace JSP-UI und XML-UI nicht mehr in DSpace 7 und insofern auch nicht mehr die Overlays dafür. Korrekt. Weitere Fragen? Müssen bei UI-Customizations Frontend-Unit-Tests angepasst werden? Pascal, kannst du dazu was sagen? Ich kann dazu gerne was sagen. Also das ist wie bei allen Unit-Tests. Es ist immer gut, Unit-Tests zu haben. Es ist immer gut, Unit-Tests anzupassen. Natürlich kann man Unit-Tests auch ignorieren, aber das würde ich als Bad Practice bezeichnen. Und natürlich können auch Dinge brechen. Also die Frage ist recht allgemein gestellt. Kann man nur allgemein beantworten aus meiner Sicht an der Stelle. Die nächste Frage, wie verhält es sich mit Anpassungen in ItemViewXSL, ItemListXSL etc.? Gibt es Tipps oder Hinweise, wie diese früheren Anpassungen in die Oberfläche überführt werden können? Also ItemViewXSL, ItemListXSL sind spezielle XSLT-Dateien, die vor allem in der XML-UI zum Einsatz kamen. Ist nochmal vergleichbar von der Stelle. Nein, ja. Genau. Peter?
Genau, es ist nicht mehr vergleichbar von der Struktur her. Wir reden jetzt über Komponenten und die können individuell angepasst werden und die werden aber auf eine völlig andere Art angepasst, als XML-UI oder JSP-UI früher angepasst wurden. Insofern ist es auch vom Code her nicht mehr vergleichbar. Die XML-UI und die JSP-UI sind komplett gelöscht worden aus der Codebasis von DSpace und durch eine komplett neu geschriebene Oberfläche, nicht eine Überführung von altem Code, sondern eine komplett neu geschriebene Oberfläche ersetzt worden. Und das ist Angular und darüber haben wir berichtet. Insofern, man kann das nicht einfach überführen. Man muss sich schon wirklich damit auseinandersetzen, sich hinsetzen und das neu denken. Die ganze Oberfläche in Angular ist viel dynamischer, als sie es bislang war. Hat ganz andere Möglichkeiten und man sollte sich wirklich anschauen, wie sieht diese Oberfläche aus und was möchte man in seinem eigenen Custom Scene dabei umsetzen. Und das ist auch eine Chance, eine Gelegenheit, die Dinge einmal neu zu denken und neu anzugehen. Es gibt die Frage, ob Bootstrap Version 4 noch unterstützt wird. Ich denke, das ist Bootstrap 5 inzwischen, aber das Framework ist das gleiche geblieben. Ist das richtig, Peter? Das kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Gut. Ob es Äquivalente gibt zu Item Submission, XML Item Input Forms ist die nächste Frage. Hat nichts mit der Oberfläche zu tun, aber ja, gibt es. Die sind umgestellt worden. Dazu gibt es Dokumentation, welche Änderungen gemacht worden sind und wie man da die alten Konfigurationen für den Submission-Prozess überführen kann. Steht im DSpace-Wiki drin und wird auch in den Release-Notes drin stehen. Gut, wir haben 2 Minuten überzogen. Peter, ganz herzlichen Dank für die praktische Einführung. Ich denke, es war wichtig, dass die Leute wirklich starten und losgehen können. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.